Hey Leute und willkommen zum vorerst letzten Community-Bewertungsvideo des Cup of Architects. Wir haben endlich das Finale erreicht und die vier besten Teilnehmer haben ihre Plots vollendet. Nun seid ihr dran, eure Bewertung abzugeben. Das Bewertungssystem findet wie auch in den letzten Runden über unsere Website statt. Zu jedem Bauwerk gibt es ein gut einminütiges Video, wo euch die wichtigsten Ecken eines jeden Bauwerks gezeigt werden. Für alle, die sich die Bauwerke genauer ansehen wollen, gibt es die Möglichkeit, diese auf dem Server zu besichtigen. Alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr unter cupofarchitects.eu/voting. Die Gewinner werden voraussichtlich am Mittwoch, den 29. März, bekannt gegeben. Zum Ende des Wettbewerbs haben wir uns aber noch ein bisschen was ausgedacht. Was das genau ist, erfahrt ihr im Laufe der nächsten Wochen auf unserem YouTube-Kanal. Wie ihr wahrscheinlich bereits mitbekommen habt, gab es in dieser Runde kein Thema. Die Teilnehmer mussten stattdessen 6 Vorgaben erfüllen, um die wichtigsten Bereiche des kreativen Bauens in Minecraft abzudecken. Dies soll jeden Architekten gleichermaßen fordern und niemanden aufgrund der Themenauswahl bevorzugen oder benachteiligen. Dementsprechend bewertet die Jury die jeweiligen Kriterien Flora, Terrain, Struktur, Interior, Skulptur und Fahrzeug. Bedenkt bitte, diese in eure Bewertung mit einfließen zu lassen. Genaueres dazu findet ihr im Bewertungsformular. Nun aber viel Spaß mit einem kurzen Gesamtüberblick eines jeden Plots. Wir sind gespannt auf all eure Bewertungen und freuen uns demnächst den Gewinner oder die Gewinnerin des ersten Cup of Architects zu küren. Ich hoffe euch gefällt was wir machen und wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Ebenfalls würden wir uns gerne mit euch in den Kommentaren austauschen, was wir verbessern können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.